Sofortiger Atomausstieg und schnellstmöglicher Kohleausstieg bis spätestens 2030 sind das Fundament der Energiewende. Dezentraler Ausbau der erneuerbaren Energien, Energieeffizienz und Energiesparen, auch Wärmewende, sind die Bausteine von Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Dass die reale deutsche Politik allerdings die Energiewende systematisch sabotiert und was stattdessen passieren muss, wird Herbert Wirth vom Aktionsbündnis Castor Widerstand Neckar-Westheim erläutern. Herbert, leg los. Ja, hallo. Liebe Atomkraftgegnerinnen, liebe Atomkraftgegner, liebe Energiewenderinnen, liebe Energiewender. Heute findet unsere Fukushima-Demo unter Corona-Bedingungen statt. Schön, dass ihr alle da seid und wir sicherlich eine der bundesweit größten Demonstrationen zum Fukushima-Jahrestag heute hier in Neckar-Westheim haben. Wir setzen ein deutliches Zeichen für den sofortigen Atomausstieg, den raschen Kohleausstieg und die weitere Energiewende, heute hier und jetzt. Vor 10 Jahren, mit dem Erdbeben in Japan und dem dreifachen Supergau in Fukushima, kurze Rückblende, wie wurde denn da eigentlich der Atomausstieg in Deutschland geregelt? Alles vorbei, oder? Ja, damals waren 17 AKWs am Netz. Von denen wurden nur 8 abgeschaltet und 2011 erhielten 9 Atomkraftwerke lange Betriebslaufzeiten. Und heute, 10 Jahre nach Fukushima, sind immer noch 6 AKWs am Netz, darunter auch Neckar-Westheim 2. Die Atomindustrie hat also lange Laufzeiten und lange Laufzeitgarantien und lange Profitgarantien bekommen. Das ist der Atomausstieg, damit sind wir nicht einverstanden. Und bei diesem Atomausstieg vor 10 Jahren haben federführend Hennehöfer und andere Atomlobbyisten die Gesetze mitgeschrieben. Das, liebe Atomkraftgegnerinnen und Atomkraftgegner, ist der Grund, warum die Konzerne schon über 1 Milliarde Euro erhalten haben, den sogenannten Schadenersatz. Und diese Woche wurde jetzt ja noch bekannt, dass die Regierung weitere 2,4 Milliarden Euro den Konzernen für den Atomausstieg gibt. So nicht, das lehnen wir ab. Und eingebaut wurde in diesen Atomausstieg dann noch ein Sachzwang. Was meine ich damit? Diese 6 AKWs, die jetzt noch am Netz sind, die sollen innerhalb von 1 Jahr Ende 21 bis Ende 22 abgeschaltet werden. Und schon heute beginnen einige die erste Diskussion zum Thema Laufzeitverlängerungen, vor allen Dingen wegen Klimaschutz. Dabei beginnt die Atomstromproduktion mit dem Uranabbau. Hinterlässt überall große Abraumhalden, braucht viel Wasser, verschmutzt viel Wasser. Dann gibt es noch die Urananreicherung. Den unsicheren Betrieb und die Langzeitlagerung von Atommüll wird niemals befriedigend zu lösen sein. Aus diesem Grund sagen wir auch heute klipp und klar, mit Atomstrom ist überhaupt kein Klimaschutz möglich, abschalten sofort. Ja, und dann gibt es ja noch das leidige Thema Kohleausstieg. Wie ihr sicher alle wisst, gibt es 2 berühmte Jahreszahlen, die vereinbart wurden. 2035 und 2038. So lange, liebe Energiewender und Energiewender, sollen noch die größten Dreckschleudern in Deutschland und Europa weit laufen. Denn wo stehen von den 10 größten Braunkohlekraftwerken, in welchem Land in Europa stehen die meisten? 7 davon stehen in Deutschland. Und sie verursachen durch ihren Schadstoffausstoß Folgekosten von jährlich über 6 Milliarden Euro. Sie sind auch der Grund für Atemwegs-, Herz- und Kreislauferkrankungen. Und diese Kohlemeiler verursachen auch mehrere tausend Todesfälle in jedem Jahr in Deutschland. Und mit diesen laufenden Kohlemeilern wird ganz sicher kein Klimaschutz, was dringend notwendig ist, möglich sein. Und die Klimaziele sind bis 2038 so nicht zu erreichen. Und dann soll die Energiekonzerne noch mal 5 Milliarden Euro für den Kohleausstieg erhalten. Dies mit einem Zeitrahmen, wie gesagt, bis 2038. Wir lehnen diesen Zeitrahmen und wir lehnen die Ersatzzahlungen von 5 Milliarden Euro ab. Wir sagen, Kohleausstieg sofort beginnen, spätestens 2030 beenden. Ja, und was war eigentlich der Grund für den langen Zeitraum bis 2038, diese Dreckschleudern laufen zu lassen?
Das große Argument war das Thema Arbeitsplätze und soziale Absicherung in den Kohleabbaugebieten, auch in den östlichen Bundesländern. In allen Braunkohleabbaugebieten arbeiten zusammen 15.000 Beschäftigte, in allen Kohlekraftwerken 5.000. Es geht also insgesamt um 20.000 Arbeitsplätze. Aber allein im Bereich Solarenergie wurden von 2011 bis 2015 über 80.000 Arbeitsplätze abgebaut, und damals gab es von keiner Landes- und keiner Bundesregierung staatliche Hilfen, obwohl es sich um zukunftsfähige Arbeitsplätze gehandelt hat. Und im Bereich Windenergie läuft es ähnlich. Dort bereits von 2016 bis 2018 der Verlust von 40.000 Arbeitsplätzen im Bereich Wind, also doppelt so viele wie im Kohlebereich überhaupt arbeiten. Und durch die jetzigen Energiewende-Ausbremsregeln besteht die Gefahr, dass die Windproduktion in Deutschland insgesamt geschlossen wird und noch mehr Arbeitsplätze dort wegfallen. Deshalb ist das Argument Kohle und Arbeitsplätze nur vorgeschoben. Im Kohlebereich gibt es auch sehr viele ältere Kollegen, die in den nächsten Jahren in Ruhestand gehen können. Und wenn die rasche weitere Energiewende nicht ausgebremst wird, sondern gepusht wird, dann entstehen überall neue Arbeitsplätze, gerade auch im Bereich Strom und Wärme, auch in den Kohleabbaugebieten. Das ist der Weg, der begangen werden muss. Ja, und dann habe ich das wichtigste Thema auch für mich heute in meiner Rede. Energiewende, wo stehen wir momentan und wie ist die Lage? Ja, liebe Energiewenderinnen, liebe Energiewender, 2009, also bereits vor Fukushima, ist die Energiewende in Deutschland bei der Stromproduktion voll durchgestartet. Dies vor allen Dingen mit Wind an Land und mit neuen Photovoltaikanlagen. 2009 hatten wir noch einen Nettostromanteil der regenerativen von 16%. Bereits 2015 verdoppelt auf 33%. Und im letzten Jahr, im Jahr 2020, wurde die Schallmauer von 50% Nettostromerzeugung durch die Regenerativen in Deutschland erreicht. Ein super Erfolg. Aber dieser Erfolg entstand durch eine Bewegung von unten und nicht durch die Konzerne, sondern durch aktive in Solarvereinen, Genossenschaften, in den GBRs, auch bei Stadtwerken und vielen Windinitiativen. Also hauptsächlich durch Bürgerengagement. So wurde die Energiewende vorangebracht und das darf nicht ausgebremst werden. Und die jährlichen Zubauraten, die es ab 2009 gerade bei Wind an Land und bei Photovoltaik gab, die haben natürlich die Geschäftsfelder der bisherigen vier großen Energiekonzerne gefährdet. Es entstand eine neue Struktur, Energieerzeugung nicht mehr nur durch wenige Großkraftwerke, die außerdem noch umwelt- und gesundheitsschädlich sind, die eine schlechte Ausbeute haben. Und mit einem bundesweiten Gebietsmonopol haben bisher die Konzerne alles abgedeckt, in Form einer Einbahnstraße zu den Kunden Wärme und Strom geliefert. Jetzt haben wir viele Akteure, Akteurinnen auf lokaler, regionaler Ebene und dezentral wird Energie erzeugt, verteilt. Und auch aus Verbrauchern, sind ja auch einige von euch dabei, auch aus Verbrauchern wurden Stromproduzenten. Die Energiewendebesitzer von 31.000 Windrädern, von 1,7 Millionen Photovoltaikanlagen und von 2,5 Millionen Solarthermien in Deutschland, das sind vorwiegend Privatpersonen, Landwirte, das sind Energiewendeinitiativen und Stadtwerke. Den vier großen Energiekonzernen gehören nicht einmal 6% der Energiewendeanlagen, sondern die sind umweltfreundlich in Bürgerhand und das ist gut so. Allerdings ist dies auch der Grund, warum sie massiv politisch interveniert haben, damit sie ihre klimaschädlichen Fossilen noch lange am Netz halten können und Geld verdienen. Und sie wollen natürlich auch ihre Strukturen bei Besitz und Vertrieb behalten. Und leider, leider hat die Politik parteiübergreifend geliefert. Mit sogenannten Reformen im Erneuerbaren Energiegesetz, EEG, durch den Bundestag und durch den Bundesrat und im Bundesrat auch seit 2017 mit der Zustimmung von den grün regierenden Ländern, auch allen voran den Grünen in Baden-Württemberg, wurden Ausbremsregelungen geschaffen, die wir ablehnen.
Diese Ausbremsregelungen wurden in mehreren Schritten eingeführt. Seit 2017 gibt es also einen Ausschreibungszwang über die Bundesnetzagentur von jedem Windrad, von jedem Windpark und von allen größeren Photovoltaikanlagen. Ein bürokratisches Verfahren, das Geld kostet, ohne dass überhaupt eine Sicherheit besteht, hinterher das Projekt realisieren zu können. Der zweite wichtige Ausbremspunkt sind die jährlichen Zubaudeckel. Was heißt Zubaudeckel? Es wird eingeschränkt, wie viel pro Jahr und pro quartalsweise in Form von Ausschreibungen neue Energiewendeanlagen gebaut werden können. Auch diese jährliche Deckelung lehnen wir ab. Und dann gab es noch einen ganzen Reigen, den ich nicht alles aufzählen will, nur die wichtigsten. Mehrmals wurde kurzfristig die Einspeisevergütung gesenkt, damit keine Planungssicherheit mehr bei neuen Anlagen besteht. Eingeführt wurde die EEG-Umlage auch beim Eigenverbrauch. Es gibt nach wie vor bürokratische Mieterstromregelungen. Und statt die Energiewende weiter durchzustarten, was ist das offizielle Ziel? Bei der Stromerzeugung bis 2030, statt 100%, was erreichbar wäre, sollen jetzt nur noch 65% Erneuerbare bis 2030 angestrebt werden. Auch das lehnen wir ab. 100% bis 2030. Und dann noch die leidige Abstandsregel von 1000 Meter für jedes Windrad. Die verhindert nicht nur neue Anlagen, liebe Energiewenderinnen und Energiewender, die behindert auch massiv das Repowering, also dass an bestehenden Windstandorten mit weniger, aber neuen Windrädern mehr Strom erzeugt wird. Auch das verhindert diese Regelung. Auch die muss vom Tisch. Was das Thema Energiewende betrifft, haben wir also folgende Situation. In Sonntagsreden wird nach wie vor wohlwollend und positiv über die Energiewende geredet, was man vorhat und was man alles erreichen will. Aber praktisch wird seit Jahren alles getan, um die Energiewende von unten, um das Durchstarten mit Wind an Land und neuen Photovoltaikanlagen zu verhindern. Dies akzeptieren wir nicht. Der Ausschreibungszwang, der Zubaudeckel, alles muss wieder weg. Es gab ja jetzt im Dezember noch mal eine weitere sogenannte Reform des EEG, die bereits im Januar diesen Jahres in Kraft getreten ist. Dort gab es sogar noch eine Ausweitung der Photovoltaik-Ausschreibungspflicht für große Flächen. Also sprich, wenn Lagerhallen, wenn vor allen Dingen Firmen, was eine sinnvolle Sache ist, große Photovoltaikanlagen auf ihr Dach bauen, dann wollen sie einen Teil verbrauchen und den Rest natürlich einspeisen. Jetzt wurde eine Regelung eingeführt, entweder nur Eigenverbrauch oder Ausschreibungszwang. Und wenn dann eingespeist wird, soll nur noch die Hälfte vergütet werden. Auch ein Unding, geht's überhaupt nicht. Dann die Ü20-Anlagen. Was heißt Ü20? Alle Windanlagen und alle Photovoltaikanlagen, die jetzt nach 20 Jahren aus dem Erneuerbaren Energiegesetz herausfallen und keine Förderung mehr bekommen, wurde knapp auf kurz folgende Regelung getroffen. Bei Wind soll es nur noch eine Direktvermarktung geben. Eine Direktvermarktung für einzelne Windräder, für kleine Windparks ist so gut wie praktisch nicht möglich. Und bei den Photovoltaikanlagen soll es eine Marktprämie geben. Die Marktprämie, das wurde von Verbänden wie Naturstrom AG und anderen schon mal hochgerechnet, diese Marktprämie würde nur noch bei ca. 2,5 Cent pro Kilowattstunde liegen. Das heißt, Anlagen Wind und Anlagen Photovoltaik werden so unrentabel. Deshalb fordern führende Verbände, dass nach wie vor für diese Ü20-Anlagen 5 bis 9 Cent je nach Standort an Vergütung pro Kilowattstunde bezahlt wird. Das ist das Mindeste. Denn sonst haben wir die Situation, dass in diesem Jahr insgesamt 4000 Windräder aus dieser EEG-Förderung fallen. Es fallen 18.000 Photovoltaikanlagen raus. Ich habe es vorhin schon erwähnt. 2019, 2020 hatten wir bei Wind an Land faktisch keinen Zubau mehr. Durch diese Ausbremsregelung ist eine der wichtigsten Säulen total zum Erliegen gekommen. Das ist Wind an Land, der zweite Baustein Photovoltaik. Deshalb muss diese EEG-Reform auch wieder abgeschafft werden. Denn das Wichtigste bei der Energiewende waren schon immer Sonne und Wind. Und die stehen allen kostenlos zur Verfügung.
sie sind umweltverträglich und sie haben keine Schadstoffbelastungen wie AKWs und wie Kohlekraftwerke. Und deshalb darf ihre Nutzung von Sonne und Wind auch durch neue Anlagen nicht eingeschränkt werden. Und Klimaschutz ist nur mit einer weiteren raschen Energiewende möglich. Deshalb fordern wir rasche weitere Energiewende jetzt, Ausbremsregelungen abschaffen, Atomausstieg überall sofort, Kohleausstieg jetzt beginnend, 2030 beenden. Macht's gut, bleibt gesund, vor allen Dingen bleibt aktiv.